herzlich willkommen. Wir spielen noch eine Runde mit unserem Magier-Deck. Wir haben neue Saison. Das heißt, wir wollen wieder aufsteigen und schauen, was wir entsprechend, ja, wie weit wir diese Saison eben kommen können. Ich bin gespannt. Und wir bekommen als Gegner einen Paladin. Kiran ES. Schauen wir mal, was er spielt. Der Ogre ist später gut, aber nicht jetzt am Anfang. Yeti überlege ich. Ja, lasse ich mal noch drin. Jetzt habe ich mein Mikrofon. So. Ah, der Ogre scheint uns nicht weggehen. Na, die Karten sind jetzt blöd, die wir jetzt hier zu Beginn haben. Mal schauen, was er macht. Geht er gleich mit was raus? Nein, er spielt nichts. Das ist schön. Dann machen wir nur unsere Heldenfähigkeit. Was anderes können wir eh nicht machen gerade. Paladin heißt natürlich immer Spot schön frei halten, weil sonst kriegen wir irgendwas mit seinen Buffs entgegengeschleudert. Leg diesen Apfel auf er spielt einen Messerjongleur. Okay, eklig. Muss ich einen Ampegolem spielen. Aber ist klar, wenn er jetzt natürlich irgendwas herruft, wird es immer weiter eklig für uns. Aber ich hoffe, dass er zumindest mal in die nächste Runde rein überlebt. Weil er wird mit ihm hier... Das ist keine Angreiferkarte. Die lässt man normalerweise nicht angreifen. Wir müssen den Sonnenbrunnen läutern. Okay. Hat er schön hochgespielt, kann man nicht anders sagen. Ja, wir müssen ihn natürlich trotzdem hier wegnehmen. Es bleibt nichts anderes übrig. Der macht sonst nur Ärger. Hier haben wir 5 Schaden liegen. Er hier wäre verschwendet, deswegen warten wir einfach mal eine Runde ab. Die 5 Schaden kriegen wir jetzt so oder so. Das Dingo! Ja! Und er spielt einen Tank. Wir haben Runde 5, das heißt, wir können die Tank-Kopie spielen. Entweder das oder. Ja, wir lassen uns erstmal an ihm sich irgendwie abreagieren. Er wird mit den beiden linken Oschis hier wird er jetzt unseren Tank angreifen. Er hier wird bestehen bleiben, weil er denkt, Tank bringt was Schönes. So, und? Ja, komm. Put. Das schwarze Ritter wartet schon. Nein, er will nur noch eine Waffe spielen, damit er seine Klerikerin behalten kann. Kriegt natürlich jetzt trotzdem einen Schaden drauf. Gut, das ist natürlich praktisch. Niemand kommt an mir vorbei. So, einmal. Jetzt wird er das gleiche Spiel wahrscheinlich auch wieder machen. Er holt sich 2 Schaden mit seiner Waffe ab. Bei uns. Was könnten wir jetzt in der nächsten? Wir könnten Icewind Yeti und einmal hier die Sonnenzornbeschützerin spielen. Weil er wird das Deck jetzt wieder aufräumen. Ah, er geht uns direkt ins Gesicht. Gut, schön. Ja,
glaube, wir spielen es auch ein bisschen safe. Er hat jetzt gerade eh nichts hier dran liegen. Das heißt, wir haben noch 5 schön liegen. Und können jetzt entsprechend... Zeit für ein bisschen Blut. Hier noch eine Kleinigkeit spielen. So. Wir müssen ihm ja auch ein bisschen das Gefühl geben, als hätten wir jetzt gerade hier nichts. Außerdem macht er trotzdem schöne 5 Schaden. Er wird ihn jetzt auch wahrscheinlich nicht direkt wegkriegen. Er überlegt sich, Heldenfähigkeit. Ja, komm. Nein, noch eine Waffe. Wir müssen den Sonnenbrunnen läutern. Und geht mit der 4er Waffe in den Wasser. Okay. Das passt mir eigentlich gerade ganz gut, weil wir sind Runde 8. Das heißt, wir spielen einmal. Schilde hoch! Das war's. Und machen ihn zum Tank. Das heißt, er braucht beide, holt sich 4 Schaden ab, wenn er es so macht, oder kann sie irgendwie buffen. Hat er einen Buff drin? Offenbar nicht. Er zittert vor der Macht, Sturmwind. Okay, er macht sie auf einen 4-3er. Einmal die 4 Schaden ab. Lässt ihn hier los. Okay. 6 Schaden, die hier liegen, sind natürlich ein bisschen eklig. Deswegen müssen wir hier... ein Wasserelementar spielen. Wie rum verteilen wir es? Das Licht beschützt so. Zusätzlich noch. Schilde hoch! Gehen wir ihn. Zeit für ein bisschen. Und er hinten wird dann nachher ihn entsprechend umhauen dürfen. So. Wir liegen hinter einer schönen Tankbarriere. Melde mich zum Dienst. Der Frostwolf-Clan ist bereit. Okay, er spielt alles aus. Wo ist denn unser Schäfchen? Haben wir das Schäfchen schon ausgespielt? Oder was? Ach, wenn man sagt... So, also... einmal Schäfchen. So, dann hauen wir natürlich ihn... müssen wir entsprechend weghauen. So, einmal. Das Schäfchen hier kann auch noch angreifen. Zweimal. Ihn nutzen wir entsprechend zum Buffing. Und ja, die lassen wir mal noch drauf. Ach, er hat ja noch was da. So, jetzt haben wir 6, 7, 8, 11 Schaden, 12 Schaden dran liegen. Bin gespannt, was er spielt. Melde mich zum Dienst. Ein Rekruten. Das Dingo! Ja! Und ein Tank. Heißt leider, wir müssen leider ihn hier opfern. Meine Augen sind offen.
Und es gibt zumindest mal 4 Schaden für ihn. 18 Leben hat er. Wir haben 4, 8, 11, 12 Schaden dran liegen. Okay. Ich frage mich, ob der Frostwolf-Clan ist bereit. Oh. Na, das könnt ihr nicht ernst meinen. Und wir haben Dusel. Einmal ihn weg. Er bekommt 400 Euro. Und der Rest geht ins Gesicht. Und wie es aussieht, wir haben 4, 8, 11, 12 Matchball. Jetzt braucht er eine heilige Weihe oder sowas. Was glotzt denn so? Der bringt ihm nichts. Er hat nichts. Melde mich zum Dienst. Und er hat verloren. Okay. Ja, wir spielen trotzdem noch mit ihm ein bisschen rum. Einmal hier. Wir haben gewonnen. Sehr schön. War eine sehr spannende Runde. Es ging immer wieder hin und her. Und ja, er hatte auch zwischendurch die Oberhand. Aber es war schön zum Gewinnen. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr noch mehr Verbesserungsvorschläge habt für das Deck, schreibt diese bitte in die Kommentare, wenn euch das Deck was bringt. Gebt einen Like ähnlich oder ähnliches. Und ja, wir sehen uns dann morgen zu einer neuen Runde. Bis dann. Ciao, ciao.